Was? Ich hab's ja noch gesagt, dass hier eventuell noch was, ne? Ein Getier. So, nehmen wir alles. Ach, Jesus. So, da darf ich meinen Pfeil nehmen, den ich vorher angeklupscht hatte. Sehr gut. Und da ist noch eine Fleischwanze. Zack. So, alles genommen. Derzeit habe ich noch keine Gegenstände. Okay. Ich habe zwar ein bisschen was gesammelt. Wie es da ausschaut mit einem Rucksack, mit dem Inventar, das habe ich jetzt da vergessen. Da, die Pfeile nehmen wir mit da. Das Pfeili-Pfeil. Das Pfeili-Pfeil. Mehr Pfeili-Pfeil. Haben Sie noch Pfeile für mich? Bitte? Ich brauche Pfeile. Und eine Waffe. Und noch mehr Items. Das dürfte. Also, das war der Schnellzugriff, ich Trottel. Wow! Aha, das ist ein Questy-Typi. Okay. Ein Ring? War es gerade ein Ring? Warte mal. Ich sollte mal speichern. Ist eine weise Entscheidung. Mal kurz speichern. Gab's das schon? Ich hab's vergessen. Weil das war jetzt nur Schnellzugriff. Wie war das jetzt mit... mit einem normalen? Vielleicht hier? Ah, hier. Auf I. I für Inventar. Ist ja logisch. Ne? Ja. Also Blaubeeren. Hey, schön. Schau mal. Schon toll beschrieben. Also eine Blaubeere stellt 20 Lebenskraft wieder her. Voll cool. Und ist 2 Erzbrocken wert. Wir haben 6 Stück. 6 mal plus 20. Gesundheit Blaubeere. Eine praktische und risikoarme Abhilfe bei Hunger. Der süße Geschmack ist sogar noch angenehmer als der von rohem Fleisch oder Wurzeln von Wildpflanzen. Von Blaubeeren allein kann man nicht leben. Sie sind aber ganz nützlich als kleiner Energieschub zwischendurch. Königsbier erhöht die Gesamtausdauer vorübergehend um 15. Königsbier. Die Luxusausgabe eines der beliebtesten Getränke der Welt, aber für die meisten Genießer unbezahlbar. Die Flasche wurde aus qualitativ hochwertigem braunem Glas hergestellt, damit das Sonnenlicht von Myrtana dem wertvollen Inhalt nicht schädigt. Ein moderater Konsum, das E ist zu viel, ist erfrischend und angenehm. Trinkt man allerdings zu viel, kann es Benommenheit sowie einen Realitätsverlust bewirken. Auf gut Deutsch, man ist rauschig, besoffen. Ja. Wanzenfleisch, 3 Stück, ergibt jetzt schon, also wird jetzt schon um 10 heilen, aber wir wissen ja, wir behalten es lieber auf. Und zwar. Wanzenfleisch. Obwohl es vielleicht unmöglich scheint, ist das Fleisch dieses Tieres genießbar und dient als Grundlage für eine Vielzahl köstlicher Gerichte. Man kann es für sich oder auch als Teil des fettigen Fleischrezeptes essen. Fettiges Fleischrezept. Aha. Haben sie das vielleicht umbenannt? Mal schauen. Quest-Tagebuch. Oh, schön. Das ist aber auch schön, Diego. Ein ordentliches Schwert mit Bild. Das ist eine schöne Dings. Eine schöne Ansicht. Nach allem, was gestern Abend vorgefallen ist, wäre es unklug, ohne eine ordentliche Waffe loszuziehen. Ich sollte auf Diego hören und mir etwas Brauchbares suchen, mit dem ich mich verteidigen kann. Suche in der Handelszone eine brauchbare Waffe. Die rote Schriftrolle. Das ist echt schön gemacht. Mir gefällt das. Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr erwarten, bis das Spiel fertig ist. Ganz ruhig, Zocki. Luft holen. Genießen. So, Diego behauptet,
Diese rote Schriftrolle würde sich von den anderen unterscheiden. Aber warum? Was ist daran so besonders? Und wer sind die Feuermagier? Warum sind sie daran interessiert? Und was kann ich aus all dem schlussfolgern? Der beste Weg, die Antwort auf die vielen Fragen zu finden, ist vielleicht ins alte Lager zu gehen. Abgeschlossene Quest haben wir noch gar nichts. Und gescheiterte Quest haben wir auch noch nicht. Gescheiterte Quest haben sie auch belassen. Voll cool. Und Tutorials haben wir halt. Ah, da kann man das alles schön nachschauen. Perfekt. Wie kann ich hier? Auf E? Ah, Diego. Anführer der Schatten. Oh, cool. Diego ist mit einem Schwert ebenso gut wie mit seiner Zunge. Da bin ich sicher. Mit beiden hat er sich den Respekt sowohl der anderen Soldaten im alten Lager als auch seiner Lehrlinge verdient. Ob davon überhaupt noch welche leben? Gedanken... Notiz, das sollte ich zu meinem eigenen Wohle überprüfen. Wo ist er hergekommen? Welches Verbrechen hat er begangen? Das werde ich irgendwann herausfinden müssen, denn er passt hier ganz offensichtlich nicht hin. Ja, ja, wie soll man sagen? Auch manchmal kommt man ohne, also wie gesagt, die Belange eines Verbrechens sind komplett sinnlos. Sofern man irgendwie verdächtigt wird, etwas angestellt zu haben, landet man hier im Häfen. So, ich will da zurück. Aha, Escape. Achso, das ist ganz weg. Das wollte ich nicht. Warte, also nochmal hier. Wie kann ich hier switchen? Schlüssel, Dietrich, zum Öffnen von Schlössern. Hör auf. 10 Erz ist der Wert. Einige der unehrlichsten Häftlinge der Kolonie benutzen dieses kleine Eisenwerkzeug, um in Privatbesitz einzudringen. Wer würde denn sowas machen? Das Öffnen von Schlössern ist eine Kunst. Daher benötigt es große Fähigkeiten und viel Erfahrung, um dieses Werkzeug nutzen zu können. In den falschen Händen kann der Dietrich jedoch schneller brechen und somit wertlos werden. Da unten dann, ne, wenn es dann zum Feinschliff wird, das Spiel, ne? Sei es dann bitte so lieb und macht's da beim Text noch ein bisschen. Also, falls das, ich müsste das schreiben, wieso erzähle ich das? Aber da wäre halt schön, wenn das nicht so dran klatschen würde, der Strich, ne? Wenn er gleich wie oben so 3 mm Platz hätte, ne? Das wäre schöner. Fürs Auge, so wollte ich sagen. Schriftrolle, das sind die Items, verdorbenes Fleisch, das schaut echt nicht schön aus. Ist da Schimmel dran? Nicht für den Verzehr durch Menschen geeignet, bitte. Also manche Wildtiere hingegen fressen und genießen es sogar. Übelriechendes, schleimiges Fleisch, das innerlich und äußerlich von Maden befallen ist, ich muss brechen. Nichts an diesem Fleisch ermuntert zum Verzehr. Questbezogen, etwas Fleisch, um Schulden zu. Das ist nicht fertig noch. Ah, Quest, okay. Ich brauch's Gegenstände, die Waffe ist zerbrochenes Langschwert. 5 Angriffsschaden, zerbrochenes Langschwert. Früher war diesmal ein sehr gutes Langschwert, doch die Klinge ist nun zerbrochen. Im derzeitigen Zustand wäre das Schwert im Kampf kaum zu gebrauchen. Rüstung haben wir keine, Tiertrophäen, auch nicht verschiedenes. Erzbröckelchen, boah, der ist aber schön. Erzbrocken, das magische Erz, ne? Blau und sehr geschmeidig. Das magische Leuchten ist geradezu hypnotisch. Weil es in der Kolonie mehr als genug davon gibt, sind die zur Hauptwährung geworden. Darüber hinaus auch ein ausgezeichnetes Material, um magische Waffen daraus herzustellen. Ein Becher für Händler wertvoll. Ja, tatsächlich, es sind 4 Erzbrocken. Klar, ein Erzbrocken ist auch ein Erzbrocken wert, ne, zur Währung. Logisch, ne? Anstelle von Kristallglas wurden mit Seilen zusammengebundene Holzstäbe verwendet. Aha. Aufgrund des Mangels an Ressourcen ist dies der Standard bei den beliebten Handwerksarbeiten in der Kolonie. Er ist zwar sehr primitiv, ermöglicht es aber den Konsum von Getränken. Vorausgesetzt, man ist vorsichtig dabei. Schön. Münzen. Rund, schmutzig und alt. Auf einer Seite sind die Namen des Königreichs und des Königs geprägt, auf der anderen die 3 Gottheiten. Solltest du eines Tages der Kolonie entkommen können, wird dieses Ding vielleicht wieder einen Wert haben. Fackeln sorgt für Beleuchtung.
Achso, ja, die Münze ist übrigens wertlos. Also Fackel sorgt für Beleuchtung, ein Stück Holz, das in Stoff gewickelt und in Harz getaucht wurde. Sie sorgt für gedämpftes Licht und kann auch als Waffe verwendet werden, wenn man mal in der Klemme steckt. Von Regen wird sie jedoch leicht ausgelöscht. Leere Flasche, für Händler wertvoll. Aha, 3 Erze wert. Früher enthielt diese zerkratzte Glasflasche mal Bier von mittelmäßiger Qualität. Solange sie intakt bleibt, kann sie zum Aufbewahren beliebiger Flüssigkeiten verwendet werden. Allerdings ist mit einem Nachgeschmack von Bier zu rechnen. Ja, wie wär's, wenn es das vorher auswäscht? Ja. Übrigens mit Que und E wieder, ne, kann man oben die den Raster da oben, da halt die Menüs. Ihr wisst schon, das Wechseln halt. Quest-Tagebuch. Und Glossar. Okay. Unser Charakter. Hul, was war denn das jetzt? Die Grafik braucht noch ein bisschen. Und Karte haben wir noch keine. Ach, das haben sie auch schön gemacht. Früher war ja auch war das ja nur so eine Tabelle eigentlich, ne? Und jetzt ist halt auch unser lieber Held im Mittelpunkt. Wahrscheinlich, wenn er eine andere Rüstung trägt, wird das hier angezeigt bekommen, denke ich mal. Aber so ist das schon echt nicht schlecht gemacht. So, weiter im Text. Da haben wir noch eine Fleischschwanze. Ich sehe sie da hinten. Und da haben wir noch eine Flasche. Was haben wir hier? Verbranntes Buch. Neuer Gegenstand. Okay. Meine Güte. Das wird hier dauern. Also ich brauche mehr als eine Stunde, das weiß ich jetzt schon. Der erste Band einer dreiteiligen Bücherreihe, verbranntes Buch. Ein Buch mit festem Einband, das sich in einem schlechten Zustand befindet. Auf der ersten Seite heißt es, hört die Worte der Götter. Bücher können Wissen aus der ganzen Welt enthalten und haben oftmals einen guten Verkaufswert. 100 Erz. Ja, gut, dass wir das aufgehoben haben. Erzbröckelchen. Mit dem Herrn, irgendwie, es liegt gerade, Entschuldigung. Also, wer bist denn du? Kaiden, hallo? Es dürfte einer vom alten Lager sein, er ist rot gekleidet. Hallo? Sprich mit Kaiden. Hallo? Ah, warten. Ah, it's you again. Tell me, what do you want? And do it quickly. I have no time to waste. Name? Du bist also Probleme. Was für dringende Probleme hast du denn? Name würde ich mal sagen, oder? So, you are... I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I worked the morning shift. And this is Rufus. Well, what remains of him? He had to work the night shift. So as you can imagine, I feel particularly fortunate. Now it's up to me to find out what the hell happened here and try to recover what might still be useful for the old camp. Okay. Und Probleme. What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp you can never trust anyone, and even less of those who call you friend. Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. They know it's important to me, but they would sell their mother in order to get some ore in the black market. Aha. Moment. Ich muss kurz einhaken. Kann es sein, ich meine, ich habe es mir vorher schon gedacht, aber unser Held hat sich optisch schon verändert, ne? Er hat jetzt auch eine andere Stimme. Und er hat jetzt rote Haare statt blonde. Gehe ich davon richtig in der Annahme aus? Schon, oder? Das habe ich mir dann doch nicht eingebildet. Wahrscheinlich haben sie da schon verschiedene Modelle für uns bereitgelegt, damit wir uns entscheiden können, wie der Held denn für uns am besten ausschaut, ne? Ja, ich meine, ich bin selber rothaarig. Mir soll es nicht stören. Anhänger. Wie sieht der Anhänger aus? Alte Freunde. Wer sind denn diese alten Freunde? Und Belohnung. Enddialog. Also gut. Okay, müssen wir aufpassen. Das ist nett, dass das dabei steht. Also der Anhänger. What does the pendant look like? You'll recognize it easily. It is made of metal.
and has the shape of the god Adonis. No incrustations, no jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Und alte Freunde. Who are these old friends? They were more than friends. In fact, they were former business partners. We had our differences, and in the end, we decided to dissolve the business. But I never thought they would dare steal from me. Dann würde ich sagen, die Belohnung. Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me, what are you looking for, or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. Okay. I won't tell Gometh anything, if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saris and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people. You'd better be prepared. Sehr schön. Dann kriegen wir auch gleich eine aufs Maul, ne? Okay. Okay, da kann man quasi schon mal für uns selber, denke ich mal, entscheiden, welcher Held uns denn besser gefällt. Jetzt hat er auch von der Rüstung her, also hier seitlich rosa. Gestern war er noch rötlich, ne? Rosa und grün steht ihm aber auch sehr gut, muss ich sagen. So, noch eine Fackel. Der arme Teufel. Oh. What do you think you're doing, Rookie? Okay, I'm sorry. My mistake. It won't happen again. Ach so. Das darf ich nicht nehmen. Okay. Vielleicht ist es ja auch schon das Schwert, das wir kriegen könnten, ne? Dann nehme ich den Pfeil mit. Ich schaue mich da mal ein bisschen um, ne? So, ein bisschen Sprint. So, mal schauen, ob hier noch irgendwas für uns... Aha, hier wäre eine Tür. Ha, warte. Öffne die Tür, Dietrich benötigt. Yes! Das hat mal funktioniert, sehr gut. Was haben wir denn da? Königsbier nochmal. Supi. Aber ein bisschen wenig, oder? Naja, vielleicht ist das Königsbier ja auch für irgendwas gut. Da oben hätten wir was. Eine Münze. Kann ich hier auch rauf? Hier zum Beispiel? Wahrscheinlich muss ich hier hochklettern. Also drüben, ne? Raufgehen irgendwo, irgendwie. Ah, hier drin haben wir was. Nochmal ein Erzbröckelchen. So, hier kann ich hoch. Hier drüben ist nichts für mich. Looky, look, look. Hier ist soweit auch nichts. Oder? Nee. Und hier hinten dürfte, mal mit C probieren, ob ich hier durch kann. Aber ich glaube nicht, ne? Nein, nein. Hier glaube ich auch nicht, ne? Nein, nein. Okay. Dann hätten wir das hier schon mal scheinbar. Da, 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 da. Tja. Es leckt ein bisschen, ne? Warum lecken sie? Das gehört sich aber nicht. So, da ist soweit jetzt nichts. Schaut nicht aus. Nein, nein. So, hier. Auch nichts. So, hier war ich, glaube ich, noch nicht fertig. Hm, da haben wir den Kerl. Ich glaube halt, dass ich hier noch nicht fertig war.
Oder doch? Hier oben vielleicht noch? Hier drüben? Dapsel, 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 dapsel. Gibt's hier vielleicht noch was für uns? Ah, eine Leiter. Das können wir auch mal ausprobieren. So, mit E. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, da gibt's was. Zwei Dinge mindestens. Da hätten wir mal Erzel, glaube ich. Weil die Erzbrokkoli sind so süß klein. Und eine Münze. Gibt's hier hinten auch noch was für uns? Ja, hier haben wir was. War, glaube ich, auch eine Münze. Hier hätten wir auch was. Leere Flasche. Und Fackel. Da ist auch was. Erzbrocken. Oh, und Wölfe, glaube ich. Oh! Ich muss kurz weg. Das sind Wölfe. Gefährlich. So viele nämlich noch. Die bringen mich, glaube ich, um. Wenn ich nicht aufpasse. Und hier drinnen sind wahrscheinlich Goblins, ne? Hm. Schaut eher aus wie ein Bergpfad. So. Nehmen wir alles mit. Einfach nur ein Bergpfad, mehr nicht. Achso, da geht's wieder zu Diego. Ah. Alles klar, wir sind jetzt quasi im Kreis gelaufen. Okay. Okay. Na, warte, da ist besser, wenn ich hier lang gehe, dann bin ich schneller. Wir sollen ja zum Wald, ne? Und die zwei Vollpfosten da finden. Aber ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich eine Pause mache. Und ein bisschen und morgen wieder weitermache. Würde es. Oder ein bisschen später weitermache. Da, 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 da. Ja, das muss man schon genießen hier. Eine Stunde Spielzeit und streng singen und es läuft ja nichts davon, ne? Kra, 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 kra. Kra, kra, kra. Kra, 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 kra. So, das heißt. Ein Wald. Das ist echt komisch. An so einen Baum kann ich mich doch schon erinnern. Da war ein bisschen weiter unterhalb von der Mine, glaube ich, so ein großer alter Baum. Ach, das ist schon cool irgendwie. Und hier haben wir das Zeichen vom Schläfer. Oh, wie cool ist denn das? Schau mal. Okay. Ja, es ist schon sehr hübsch gemacht. Na gut, ich werde mal eine kleine Pause machen und mal schauen, wie viel Zeit wir jetzt schon insgesamt haben. Spiel, also Badzeit, muss ich sagen. Und dann werde ich dann schauen, dass ich das gleich rendere und das heute mal hochlade. Und morgen machen wir weiter, würde ich sagen. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich verabschiede mich dann jetzt doch, ne? Also, zumindest mal für diesen Part. Ich möchte aber gar nicht aufhören, so recht. Ah, ich muss eine Pause machen, eine kleine. Also, ich werde dann vielleicht schauen, dass ich noch ein Part machen kann heute. Vielleicht geht sich noch was aus, sonst mache ich halt morgen wieder ein. Und so schön langsam testen wir uns hier voran, ne? Würde ich sagen. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!